Name ist Paul Wilmes, ist ein Attract Fellow hier an der Universität Lützeburg, mehr spezifisch am Luxemburg Center for Systems Biomedicine. An einer Gruppe beschäftigt sich mit molekular-mikrobieller Ökologie. Am Kontext von Biomedizin sind mikrobielle Gemeinschaften immens wichtig. Weil wir haben 10-mal mehr mikrobielle Zellen an ob der menschliche Körper, wie wir menschliche Zellen haben. Das heißt, wenn wir als Dunzel von Zellen gucken, das spiegelt darum, dass die Mikroben aber immens interessant und wichtig sind für sowohl Gesundheitszustände, wie natürlich auch Krankheitsfälle. Wenn wir es umgehen, als dass wir als die Gemeinschaften systematisch angucken. Praktisch ist das, dass wir davon ein Echantion holen und dann das Echantion mit einer spezifischen Methode, die wir hier entwickelt haben, dass wir die dann abschaffen und dass wir aus einer einzelnen Probe dann aus einer mikrobiellen Gemeinschaft sämtliche Biomolekülen extrahieren. Das geht davon DNA über RNA, Proteine und Metaboliten. Und dass wir dann all die Einzelfraktionen, die wir da kriegen, dass wir die mit Hechtdurchsatz molekularbiologischen Methoden angucken und dann die Daten integrieren, für dann große Netzwerke von diesen mikrobiellen Gemeinschaften können zu rekonstruieren und dann verstehen, wie zum Beispiel ein Art mit der anderen zusammenhängt. Zum Beispiel kann das so sein, dass ein Art eine gewisse Metabolit sekretiert, von der ein anderer Art aufhängig ist. Ein Desequilibre an der mikrobiellen Gemeinschaft vom gastrointestinalen Trakt, ob das kausal in Verbindung zu bringen ist mit eben der Krankheit, der Vorstellung gehen wir auch konsequent hin, nur dadurch, dass wir zum Beispiel ein neues mikrobiell-human-Kokultursystem entwickelt haben, wo wir uns eben so Vorstellungen können konsequent angucken. Dass wir eben versichern an Zukunft, wenn ihn eben vielleicht eine mikrobielle Konstellation hat, die kausal an einer Relation mit einer menschlichen Krankheit steht, da den eben gezielt die mikrobielle Konstellation probiert zu perturbieren, zum Beispiel über die Verabreichung von entweder Pro- oder Präbiotika. Wir sind nach kein 10 Jahren am Stand, für zum Beispiel DNA aus mikrobiellen Gemeinschaften am Hechtdurchsatzverfahren auszulesen. Und das ist klar, dass man nur nach Grundlagenforschung muss machen, immer eben ob ein richtiges Verständnis von dem Ökosystem Mensch am Fungul kommen. Und muss ich noch auf hier hören, dass weil es so ein junges Feld ist, natürlich Potenzial immens groß ist. Dadurch, dass wir immens viel Methodenentwicklung gemacht haben, haben wir eben Sachen können herausfinden, die uns ganz klar weisen, dass wir nicht nur den Menschen als isoliertes System, als sondern nur gucken, dass wir global mit allen Mikroben müssen gucken, sowie auch mit anderen Umweltabflüssen. Das ist auch etwas, was an unserer Arbeit rauskommt, was auch eine immens große Rolle zu spielen schenkt.